Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge ist der gute Junge im Hintergrund zu uns gekommen und hat uns gebeten, seinen Vater zu finden, der spurlos verschwunden ist. Und was mich immer noch irritiert, ist dieses Tee da oben. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die anderen Personen entgehen können. Oh, okay. Gut, dann machen wir das auch gleich mal. Ja, der hat uns dazu überredet sozusagen, dass wir seinen Vater finden, der spurlos verschwunden ist. Wir haben dann ein bisschen hier rumgestöbert, haben da oben dann herausgefunden, dass der Vater... Was war denn das gerade für eine Aktion hier? Dass der Vater vermutlich einem neuen Job nachgegangen ist. Und wir haben ja schon alles durchsucht und die Wohnung sehr tropfend gefunden. Wir haben hier geflickte Jackets gefunden und... Moment, die kann man einzeln anwählen? George Hurst war offensichtlich ein hart arbeitender Mann und eine wertvolle Hilfskraft. Okay. Nee, das waren aber da oben jetzt die Dinger. Okay, was ich in der letzten Folge noch nicht rausgefunden hatte... Etwas in der Tasche. Oh, okay, Moment. Was ist das? Das Old Tabard Pub in der North Street. Old Tabard Pub? Das Old Tabard Pub in der North Street. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob das jetzt das gewesen ist, von dem da die Sprache war. Aber ich glaube nicht... Das hier oben ist jetzt grün. Moment, jetzt ist er nicht mehr grün. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Moment, wir haben doch die Dokumente gehabt. Nee, das sind Echos. Beweise. Dokumente. Kneipenwerbung. Ach so, wegen dem Pub musste ich da wahrscheinlich dran denken. Okay. Naja, gut. Aber wir haben ja sonst nichts gefunden. Ich wollte eigentlich raus, aber irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, dass ich hier wirklich noch irgendwo Details sehen könnte, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe übrigens das Ganze ein bisschen lauter gestellt. Warum auch immer. Das Ganze stand immer auf 50%. Achso, kann ich jetzt nicht hoch. War mir doch ein bisschen zu wenig. Hier kann ich jetzt kein Tee mehr drücken. Nur ein paar alte Dinge. Okay. Also hier oben scheint wirklich jetzt alles fertig zu sein. Also hier will er jetzt auch nichts mehr machen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann uns mal zu diesem Pub aufmachen. Die Frage ist jetzt nur... Das ist hier jetzt noch nicht eingezeichnet, wo sich das jetzt befindet. Das sind die Beweise. Ich habe gehört, vielleicht hilft dir das. Ja, da steht auch nichts von einer Adresse drauf. Der Junge wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen können, weil immer, wenn wir mit ihm sprechen, sagt er... Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Sagt er immer das Gleiche. Schade, ich habe gedacht, vielleicht... Moment, jetzt könnte ich nochmal Tee drücken? Ja, wegen dem Zettel, oder was? Moment, stand da auf dem Zettel was mit einer Adresse? Das weiß ich gerade gar nicht. Located on North Street. The best choice of beers... Und Els in Whitechapel. Ja gut, Whitechapel ist ja alles hier. North Street aber auf jeden Fall. Okay, Dorset Street, das dürfte dann das sein, wo wir sind. North Street ist das, was so... Wobei hier nirgendwo E steht. Das irritiert mich jetzt auch wieder. Aber okay. Wir gehen jetzt einfach mal nachschauen. Da können wir nirgendwo hin. Konnte ich da gerade was machen? Nee. Sah gerade so komisch aus. Okay. So, Moment. Hier ist die 15. Da müsste das theoretisch hier sein, oder? Die North Street? Oh, aber nicht hier in der Sackgasse. Na, Moment. Das ist Dorset Street. Das
alles durchsetzt. Oh Gott, ey. Es ist so unübersichtlich irgendwie. Normalerweise ist eine Straße und nichts anderes. Moment, von da sind wir aber gekommen. Wir sind doch von der North Street gekommen, oder nicht? Ach so, ja, klar. Nee, dann sind wir von hier oben gekommen. Ich bin auch so doof, einmal im Kreis. Das ist ein Pub. Das müsste das eigentlich sein, oder? Ich habe gerade keinen Durst. Ey, du sollst ja auch nicht trinken, du Trottel. Du sollst da reingehen, um zu gucken. Ist das dein Ernst? Ist das hier, das ist aber ein anderes, oder? Hallo. Tja. Oder wir müssen doch mal irgendwas bei dem Jungen machen. Irgendwie ist das gerade sehr irritierend. Der war hier oben. Aber ich habe doch im Endeffekt alles gemacht, was ich machen konnte, oder nicht? Da bin ich vielleicht nicht nah genug rangegangen, um irgendwas zu sehen. Also das irritiert mich jetzt wirklich total. Kleister. Wohl von einer Wand. Ach, jetzt kann er das mitnehmen, oder was? Wollt ihr mich denn veräppeln? Untersuchen Sie die Wohnung. Ach, jetzt ist es abgeschlossen. Finden Sie im Old Tabard Pub mehr über den besonderen Job heraus. Ja, super. Die wollen mich doch wirklich verarschen, ehrlich. Ja. Wieso steht der jetzt schon wieder als... Obwohl, der stand eben auch schon... Das Old Tabard Pub. Hat dein Vater jemals von dem Pub gesprochen, Tom? Er war Stammgast da, aber er ist kein Säufer. Das ist hier ganz in der Nähe, in der North Street. Ja, das weiß ich. Ich war nämlich schon direkt vor der Tür, aber ich durfte nicht dahin. Vielleicht kann ich ja jetzt endlich mal da rein. Untersuchung abgeschlossen. Okay. So, jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so orientierungslos. Jetzt weiß ich wenigstens, in welche... Tag, Mr. Holmes. Sieh an, der junge Wiggins. Und du hast sogar eine Arbeit gefunden. Wenn man das so nennen kann. Ich hasse es. Aber wenn Sie richtige Arbeit für mich haben. Ich könnte später in der Tat deine Hilfe brauchen. Warte hier. Okay. Also wenn er hier warten soll, denke ich mal, dass wir dann später nochmal mit ihm sprechen müssen. Da war das Pub, ne? Können wir jetzt rein? Vielen Dank, Mr. Holmes. Ich muss mich umhören, um zu erfahren, wer den besonderen Job anbietet. Hi. Oder nicht? Je größer der Streikkasten, desto kürzer der Streik. Okay, die Mücken sind auch sehr detailliert gemacht hier. Ach, der macht das gar nicht so auffällig, okay. Muss ich jetzt die Maus auch noch da reinmachen, oder wie? Aber kompliziert gerade. Hallo? Oh Gott. Der Mann mit dem besonderen Job.
Der hat einen prächtigen Backenbart, würde ich sagen. Boah, aber das möchte ich jetzt nicht nochmal machen müssen. Oh, scheiße. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wisst ihr, wie schwierig das ist, gleichzeitig mit der linken und der rechten Hand was zu machen? Gleichheit für die Arbeiterklasse. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann mich nur bei mir selbst über mich beschweren. Oder bei Watson. Hi. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Dann setz dich doch und trink dir ein Kühles. Ist doch nicht so schlimm. Hi. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Keine Götter, keine Meister. Also ich laufe jetzt hier wie der letzte Dusel in der Gegend rum. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. War da gerade ein Hund? Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Also das Papp ist jetzt drin. Aber ich dachte, ich soll jetzt hier niemanden... Ja, hier ist doch nichts mehr, womit ich jetzt belauschen kann. Keine Götter, keine Meister. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Dann geh doch hinter den Tresen und schlag den Typ zusammen, wenn er dir die Informationen nicht geben will. Mein Gott. Hallo, Barmann. Achtung, Bosse. Wir lassen uns nicht mehr unterdrücken. Sehe ich das so erst? Die haben hier Schilder. Gemeinsam sind wir stärker. Aber hier kann man sich auch nirgendwo mal eben hinstellen oder so. Man nicht rein. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Ah. Nee, nee, nee. Der Kerl, der hier besondere Jobs anbietet, der trinkt keinen Alkohol. Der Gesuchte hat also einen Backenbart und trinkt keinen Alkohol. Also der Typ da. Bart, Backenbart, genau. Trinkt auch keinen Alkohol. Kein Alkohol, genau. Ja. Das muss der Mann sein, den ich suche. Das ist schön, dass du das jetzt auch verstanden hast. Ich hab's eben schon gesagt. Minuten später. Eine Vermisstenanzeige. Ich sollte mehr herausfinden.
Vermisstenanzeige Strobridge. Anfang Oktober verschwand Mr. John Strobridge unter mysteriösen Umständen aus der Dorset Street und wird seitdem vermisst. Sollten Sie auch nur den kleinsten Hinweis auf seinen Verbleib haben, wenden Sie sich bitte an Mrs. Strobridge in 5 Dorset Street. Vielen Dank im Voraus für jedwege Informationen oder Hilfe. Okay, in Nummer 5 ist die, okay. Siehst du den Mann da? Ich möchte, dass du ihm folgst und mir danach berichtest. Geht klar, Mr. Holmes. Guter Junge. Ach so, das soll ich machen. Ah! Wo ist der hin? Hier rum, ne? Oh, komm, geh! Ist er das jetzt? Ja, er ist das, okay. Whitechapel ändert sich nie. Überall Bettler und Dreck. I don't even care with these fucking everybody. Ich konnte letzte Woche die Miete nicht zahlen. Boah, ich bin gerade so angespannt, es tut mir wirklich leid. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Geh weiter. Na los. Warum steht der jetzt da so lange? Geht's ja nochmal weiter, oder? Hallo? Okay. Die lassen mich nie im Leben durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Also er ist links rumgegangen. Die Reichen füttern ihre Hunde mit Fleisch. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Das Leben ist viel zu teuer. Mein Sohn arbeitet in der Kanalisation. Und er ist erst 7. Aber wieso sollten die den nicht durchlassen? Nimm die Bürste und hoch mit dir! Ah, den Jungs von der Schlägerbande gehe ich lieber aus dem Weg. Och, nee. Heul nicht, geh an die Arbeit. Kann ich hier irgendwie durch? Ich könnte ihn weiterverfolgen, wenn ich den Kamin hochklettere. Aber das ist gefährlich. Dummes Balk! Das ist mir egal. Dann mal los. Komm, mach schon.
Das ist nicht dein Ernst. Wieso geht das nicht? Oh. Okay. Darauf wollte ich jetzt nicht drücken. Worauf immer ich jetzt drauf gedrückt habe. Komme ich jetzt darüber? Ah, okay. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Oh, fuck. Ist das euer Ernst? Ach, das kann man auch überspringen? Moment. Das ist ja cool. Jetzt habe ich das erste Mal richtig gesehen. Von oben, gute Frau, von oben. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Ja. Besoffen ist er auf jeden Fall. Aber cool, dass man die Sachen, die man nicht machen möchte, dann überspringen kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Vielleicht hätte ich das ja bei Sherlock Holmes auch machen können. Kein Versteck hier. Ich gehe besser durch die Gärten. Schau sich einer den da an. Oh. Nein! Lass mich in Ruhe, Bengel! Hä? Ich wollte durch das Loch durch. Wieso kann ich da nicht durch? Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ach, jetzt müssen wir den ganzen Mist nochmal neu machen, oder was? Okay. Das ist so eine Stelle, wo mich das Spiel jetzt schon richtig nervt. Aber bisher, muss ich sagen, finde ich es ziemlich gut. Obwohl ich jetzt irgendwie nicht verstanden habe, wie das mit den Gärten funktionieren soll. Kommt der denn her? Komm, geh raus. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Bin ich hier? Bin ich durch? Hey, was machst du in meinem Garten? Ich versuche zu springen. Entschuldigung, bin direkt wieder weg. Kann ich den da hoch oder muss ich dann am Ende? Also ich kann hier anscheinend nicht hoch, aber dann sieht er mich doch trotzdem. Schau sich einer den da an. Kommt der? Ach, diesmal kommt er nicht zurück. Okay. Ist jetzt sehr unlogisch, aber okay.
Vor allem ist es unlogisch, dass er mich so nicht sieht, ne? Wenn ich hier mit einem halben Kopf da drüber gucke. Erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed hier. Hey, das ist Schuhputzer Jim aus der Chamber Street. Er ist stumm. Sein besoffener Stiefvater verprügelt ihn immer. Hey Jim, leihst du mir mal deine Ausrüstung? Ich bin auf geheimer Mission für Mr. Holmes. Woher soll ich das wissen? Ich hab das noch nie gemacht. Schneller! Bist du eingepennt? Mit einer kleinen Bürste geht das besser. Ich will aber nicht bürsten, ich will das da drauf polieren. Was machst du denn? Tut mir leid, Sir. Ich bin auch neu. Lass mich raten. An den Hunden komme ich dann wieder nicht vorbei. Mit einem Kutscher. Ich muss näher ran. Immerhin ist das Wetter gut. Letzte Woche war es heiß. Ich bete, dass es nicht wieder kalt wird. Hab kein Geld für Kohle. Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Oh, ich habe ihn verloren. Hä, der war direkt vor deiner Nase. Hä? Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Ach so. Okay.